Nicht nur der große Zapfenstreich lässt es uns erleben, für den Frieden der Welt steht die Menschheit auf Wacht. So präsentierte sich auch unsere Hauptstadt am Morgen des 30. Jahrestages der Deutschen Demokratischen Republik. Die Nationale Volksarmee war zu ihrer Ehrenparade angetreten. Denn täglich bewahrheitet sich doch Lenins Feststellung neu, dass nur die Revolution etwas wert ist, die sich auch zu verteidigen versteht. Deshalb war unsere Ehrenparade Zeugnis des Wissens aller Armeeangehörigen, dass die Interessen unseres Volkes und der gesamten sozialistischen Gemeinschaft verlangen, dass die Streitkräfte des Sozialismus jederzeit gefechtsbereit auf Wacht für den Frieden stehen. Am gleichen Tage bewiesen auch die Matrosen unserer Volksmarine bei ihrer Flottenparade im Rostocker Hafen hohe Kampfkraft, Disziplin und militärische Geschlossenheit. Ihnen ist der sichere Schutz des Küstenvorfeldes unserer Republik anvertraut. Und gemeinsam mit den verbündeten Ostseeflotten sorgen Sie dafür, dass die Ostsee in der Tat ein Meer des Friedens bleibt. Mit unserer Ehrenparade unterstützten wir Soldaten zugleich die Ausführungen des Genossen Brezhnev auf der Festveranstaltung zum Geburtstag der DDR und seinen Hinweis, dass es niemals unsere Absicht ist, irgendeinen Staat oder eine Gruppe von Staaten zu bedrohen. Unsere strategische Doktrin ist ausgesprochen auf die Sicherung des Friedens ausgerichtet. Thank you.
Diese Ehrenparade zum 30. Jahrestag der Deutschen Demokratischen Republik veranschaulichte die sich vollziehenden qualitativen Veränderungen der Kampftechnik in den unterschiedlichsten Waffengattungen der NVA. Und mit begründetem Stolz grüßten die Werktätigen Berlins und ihre Gäste die Soldaten, die diese Waffen in kürzester Frist beherrschen lernten und einzusetzen verstehen. Der fleißigen Arbeit des Drehers von Bergmann-Borsig, des Genossenschaftsbauern aus Dedelow und des Wissenschaftlers aus Jena ist es mitzudanken, dass unsere nationale Volksarmee so gut ausgerüstet und ausgebildet ist. Sie alle können die Gewissheit haben, unsere Errungenschaften sind sicher geschützt. Eine kraftvolle Parade an diesem 30. Geburtstag unserer Republik. Und mit gleichem Kampfgeist und Optimismus, wie wir ihn im 30. Jahr der DDR bewiesen haben, wollen wir gemeinsam mit unserem ganzen Volk an der Seite starker Freunde die Aufgaben der Zukunft meistern.